konnte es als Bolschewik kaum besser treffen, als im Winter 1916 und 1917 in die Hauptstadt zu kommen. Dort roch es überall nach Rebellion. Ich fand schnell wieder Anschluss an die Partei und inmitten von kurzen Streiks, Hungerrevolten und Kundgebungen fiel unsere Agitation auf fruchtbaren Boden. Mitte Februar strömten plötzlich Petrograder Arbeiterinnen in großer Zahl in alle unsere Parteigruppen in der Hauptstadt. Sie waren wütend und verzweifelt zugleich. Überall hatte man sie abgewiesen. Und so kamen sie zu uns. Ihre Männer waren oftmals im Krieg oder aber bereits gefallen. Ihre großen Söhne, noch halbe Kinder, holte nun ebenfalls die zaristische Armee. Ihre anderen Kinder litten Hunger. Der Frauentag nahte und sie wollten unbedingt die ganze Hauptstadt durch einen Streik lahmlegen. Wir warnten vor Zusammenstößen mit der Polizei. Es war ihnen egal. Wir sagten, es drohe ihnen eventuell Gefängnis. Sie zuckten nur mit den Schultern. Ich bewunderte den Mut dieser Frauen. Doch ich zögerte. Und ehrlich, wäre ich auf dem Verbandsplatz nicht Tanja begegnet, ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Es war die Erinnerung an sie, die mich zum Fürsprecher der Arbeiterinnen werden ließ. Debatte, Abstimmung, Ergebnis. Wir beschlossen, ihnen zu helfen, so gut wir nur konnten. Und so wie es meine Parteigruppe beschloss, beschlossen es auch die anderen Parteigruppen in Petrograd. Wir wussten um die Risiken, genau deshalb mussten die Proteste möglichst groß werden. Wir verteilten Flugblätter und sprachen mit Arbeiterinnen und Arbeitern und ich hielt in meiner Kaserne Reden. Die Soldaten sollten auf die Frauen, die da demonstrierten wollten, auf keinen Fall schießen. Am 25. Februar, nach dem alten Kalender, der in Russland noch galt, war dieser Tag der Frauentag, demonstrierten 90.000 Arbeiterinnen in Petrograd. Sie hatten die Arbeit niedergelegt und verlangten Brot und Frieden. Aber natürlich schlug die Polizei zu und eröffnete sogar das Feuer. Doch die Rechnung ging nicht auf, nicht mehr. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Hauptstadt ängstigten sich nicht. Sie wurden wütend. Am Tag nach dem Frauentag streikte die Hälfte des Petrograder Proletariats. Und es ging plötzlich nicht mehr nur um eine verbesserte Versorgung. Man las auf Transparenten Forderungen nach einer Abdankung des Zaren und natürlich nach dem Ende des Krieges. Die Stimmung wurde immer entschlossener, Gefängnisse wurden gestürmt und die aus politischen Gründen Inhaftierten wurden befreit. Bei einer dieser Gelegenheiten war ich dabei. Ich weiß noch, wie dankbar und glücklich die Befreiten waren. Ich hoffte immer, Tanja zu sehen, aber es war mir nicht vergönnt. 3 Tage hindurch wuchs die Bewegung immer weiter an. 3 Tage hindurch zogen sich Polizei und die dem Zaren noch treuen Einheiten zurück. Und dennoch feuerten sie feige aus Hinterhalten. Mehr und mehr Einheiten der Armee gingen auf die Seite des Aufstands über. Wann immer der Zar treue Truppen von der Front schickte, geschah das Gleiche. Sie wurden von der Revolution infiziert. Ihre Vorgesetzten, daran gewöhnt, fürstlich zu speisen und gehorsam für ihre Befehle zu bekommen, verzweifelten daran. Offiziersschüler wurden gegen uns in den Kampf geschickt. Sie galten weiterhin als verlässliche Stütze des Zarismus. Wir stürmten, quasi als Antwort darauf, die Okrana-Zentrale und sperrten die verhassten Agenten in jene Zellen, in die sie die Gegner des Zarismus eingesperrt hatten. Da führen wir sie gerade ab. Wir machten Revolution. Arbeiterinnen und Arbeiter gingen in die Kasernen und forderten die Soldaten auf, nicht zu schießen. Das Unternehmen hatte meistens Erfolg. Die wenigen Einheiten, die nach 4 Tagen noch nicht auf der Seite des Aufstandes standen, blieben in den Kasernen. Die Straßen, die Betriebe, die Stadt gehörten uns. Nun hatte ausgerechnet der Zar noch einen letzten kläglichen Auftritt. Mit dem Zug dampfte er von der Front eilig in die Hauptstadt zurück. Irgendwie glaubte er wohl seiner eigenen Lügenpropaganda und dachte, sein Anblick würde die Petrograder Arbeiterinnen und Arbeiter wieder gewogen stimmen. Doch sein Zug erreichte die Hauptstadt noch nicht einmal. Bahnarbeiter leiteten ihn um. Irgendwo nahe Petrograd drängte ihn eine Abordnung des Generalstabs zur Abdankung. Und Nikolaus der Blutige willigte ein. Im Ganzen hatte die Erhebung 5 Tage gedauert. Und nach 5 Tagen waren die 400 Jahre Herrschaft der Romanows beendet. Einfach so. Unser Kampf hatte mehr als 1400 Menschen das Leben gekostet. Aber wir hatten gesiegt. Wir trugen unsere Toten feierlich zu Grabe. Und wir sahen trotz der ungeheuren Zahl der Opfer voller Hoffnung in die Zukunft. Innerhalb nur weniger Tage siegte der Umsturz auch in allen anderen Gegenden dieses riesigen Landes. Wir hatten es geschafft. Vorerst. Aber wie sollte es nun weitergehen?
Ja, Hoffnung. Das war das Wort, welches am ehesten unser aller Gefühle im Februar, März 1917 ausdrückte. An der Front umarmten sich, sehr zum Missfallen ihrer Vorgesetzten, deutsche und russische Soldaten. Der Krieg, so ihre Hoffnung, müsse doch nun bald vorbei sein, wenn der Zar gestürzt worden war. Mit einem Male schien alles möglich. 400 Jahre Untertanengeist lösten sich in Luft auf wie das Donnergrollen eines abziehenden Gewitters. Statt regiert zu werden, regierten die Menschen selbst. Überall im Land, in Betrieben, in Einheiten der Armee, auf Dörfern wurden Räte, Sowjets, gewählt. Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter und Soldaten bestimmten Vertrauensleute, die ihre Interessen vertreten sollten. Petrograd bekam 12 Jahre nach dem ersten Revolutionsversuch wieder einen Arbeiter- und Soldatenrat. These, Antithese, Diskussionen unter freiem Himmel. Wer in solch einem Sowjet war, scheffelte keine Reichtümer. Für alle Arbeitervertreterinnen und Arbeitervertreter galt, dass sie nie mehr verdienen sollten als jene, die sie gewählt hatten. Denen waren sie rechenschaftspflichtig und von denen konnten sie auch jederzeit wieder von ihrem Posten abberufen werden. Als vor dem taurischen Palais Arbeiterräte gewählt wurden, war ich mit an Ort und Stelle. Dem Außenstehenden mag das wie ein großes Chaos vorgekommen sein. Aber dieser Eindruck war falsch. Die gewählten Delegierten nahmen ihr Amt sehr ernst. An ihnen hing das Überleben ganzer Städte, ja eines ganzen Landes. Schnell hielten die Sowjets große Teile der öffentlichen Versorgung und der Verwaltung in der Hand. Mit ihnen hatte die Revolution Organe geschaffen, mit denen die Massen direkt herrschen konnten. Mit ihnen, so die Hoffnung von Millionen Arbeiterinnen und Arbeitern und Bäuerinnen und Bauern, würden endlich die drängendsten Probleme gelöst werden können. Land für die Bauern, Übernahme der Betriebe, Verbesserung der Versorgung und ein Ende des nun schon 3 Jahre andauernden Gemetzels. Am 3. April traf Lenin am finnischen Bahnhof ein. Auf den Bahnsteigen und dem Bahnhofsvorplatz drängten sich die Menschen. Ein paar Soldaten waren mit einem Panzerwagen aus britischer Produktion vorgefahren und Lenin kletterte auf einen der Türme, um eine Rede zu halten. Die Abgesandten der Versöhnlerparteien ließ er einfach stehen. Deutlicher konnte er kaum aussprechen, dass ihn die Spitzen von Menschewiki und rechten Sozialrevolutionären nicht interessierten. Wir interessierten ihn. Die Revolution interessierte ihn. Seine Worte waren ohne große Schnörkel, eher direkt, klar. Und dennoch wirkte seine Rede elektrisierend. Gerufen gegen einen leisen Wind und in den aufziehenden Niesel, sollte sie den Gang der Ereignisse verändern. Kein Vertrauen in die provisorische Regierung, forderte Lenin. Alle Macht in Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten. Jederzeitige Wähl- und Abwählbarkeit aller Beamten. Enteignung der Großgrundbesitzer und Landverteilung an arme Bauernfamilien. Kontrolle der Banken und der Produktion sowie der Verteilung von Gütern durch die Sowjets. Selbst ein Teil der Führung der Bolschewiki glaubte, Lenin habe jeden Sinn für Realität verloren. Sie wüteten insgeheim über die trotzkistischen Positionen, die sich Lenin zu eigen gemacht habe. Doch in den Wochen nach Lenins Ankunft stellte sich auch heraus, dass an der Parteibasis viele so dachten wie Lenin. Überall setzten sich seine Ideen durch und so wurden sie zu unserem offiziellen Kampfprogramm. Und wo wir hinkamen, um mit Menschen zu diskutieren, stimmte man diesen Forderungen zu. Im Mai traf auch Leo Trotzki am finnländischen Bahnhof ein. Seine Reise aus dem US-amerikanischen Exil war einer Odyssee gleichgekommen. Britische Polizisten hatten ihn auf dem Schiff, auf dem er nach Russland gefahren war, verhaftet und in Kanada in einem Kriegsgefangenenlager interniert. Aber selbst dort hatte er mit Reden und Diskussionen die Soldaten in Aufruhr versetzt. Man entschloss sich schließlich, ihn besser nach Petrograd fahren zu lassen. Kaum, dass er hier war, übernahm er wieder die Leitung im Petrograder Sowjet, dessen Politik sich nun bald ändern würde. Der Zustrom zu den Bolschewiki riss nicht mehr ab. Waren wir gerade noch eine unbedeutende Minderheit, wuchsen wir plötzlich unaufhaltsam, begann am 1. Juli 1917. 2 Tage lang hatte man Artilleriefeuer auf die deutschen Stellungen niederregnen lassen. Doch das half nichts. Ebenso wenig wie die anfänglichen Erfolge. Die Kerensky-Offensive war ein militärisches Desaster und beschleunigte die Auflösung der Armee. Und noch etwas beschleunigte sie. Die Geschwindigkeit, mit der die Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter und Soldaten in Petrograd ein Ende der provisorischen Regierung herbeisehnten. Ich gebe zu, bei mir war es ebenso. Für Anfang Juli riefen Gewerkschaftsgruppen, Sowjets, auf der unteren Ebene, gänzlich unorganisierte und auch einige Gruppen unserer Partei zu Demonstrationen.
Hunderttausende verlangten den Rücktritt der Regierung Lwów. Sie forderten die Übernahme der ganzen Macht durch die Sowjets. Tausende versammelten sich vor der Villa Kschetschinskaja und forderten, Lenin sollte zu ihnen sprechen. Sein Wort hatte damals bereits Gewicht. Es fiel ihm schwer, zum Balkon zu gehen. Lenin war gegen die ganze Aktion. Nicht generell, aber zu diesem Zeitpunkt hielt er sie für verfrüht. Die Bäuerinnen und Bauern würden den Weg noch nicht mitgehen, ebenso viele Soldaten außerhalb der Hauptstadt. Das zu erklären fiel auch Lenin nicht leicht. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich selbst von seinen Darlegungen damals war. Lenin konnte die Demonstration nicht mehr verhindern. Hunderttausende waren auf den Beinen mit Gewehren und Panzerwagen. Doch Lenins Warnungen waren berechtigt. Die Versöhnlerparteien lehnten es ab, die Macht zu übernehmen, und so blieb die provisorische Regierung im Amt. Die Massen verstreuten sich und nun holte die provisorische Regierung zum Gegenschlag aus. Lwow trat als Ministerpräsident zurück und Kerensky, der selbsternannte Sozialist, übernahm das Amt. Und nun waren wir Bolschewiki freiwild. Unser Hauptquartier wurde überfallen und verwüstet. Und nicht nur die Villa Kschetschinskaja erfuhr diese Heimsuchung. Nahezu jedes bekannte Parteibüro wurde von Polizeitrupps durchsucht. Aber was heißt da eigentlich durchsucht? Im Grunde wurden unsere Büros einfach verwüstet. Man suchte angeblich Belege dafür, dass wir vom Deutschen Kaiserreich Geld empfangen hätten, dass unsere Führung aus deutschen Spitzeln bestanden hätte. Es hagelte Festnahmen und Artikeln mit unhaltbaren Beschuldigungen in der Presse. Trotzki wurde in die Peter- und Pauls-Festung gebracht. Lenin gelang die Flucht nach Finnland. Die Konterrevolution erhob ihr Haupt an alle nur denkbaren Stellen. Außerhalb Petrograd sammelte ein zarentreuer General, ein gewisser Kornilow, Truppen, um gegen die revolutionäre Hauptstadt zu ziehen. In seinem Feldlager gingen Unternehmer, Großgrundbesitzer, die Diplomaten Frankreichs und Großbritanniens, orthodoxe kirchliche Würdenträger und Militärs ein und aus. Ganz in der Tradition seines Vorbilds hoffte Kerensky, er könne mit Hilfe der extremen Rechten unter Kornilow die Revolution endgültig schlagen und sich selbst an die Spitze des Staates hieven. Nur musste er Ende August langsam einsehen, dass Kornilow ganz eigene Pläne hatte. Der General ließ sein Heer in Richtung Hauptstadt marschieren. Nun brach selbst bei Kerensky Panik aus. Ihm wurde klar, dass auch seine Zukunft durch den bevorstehenden Putsch bedroht war. Einzig die in den Sowjets organisierten Massen behielten die Nerven. Und ich erinnere mich daran, nicht ohne eine Portion von gehörigem Stolz, wir Bolschewiki behielten den Kopf. Unsere Mitglieder waren in ihrem Element. Sie begannen, die Sicherung der Hauptstadt zu organisieren, bildeten Verteidigungskomitees, hoben um Petrograd herum Schützengräben aus, diskutierten mit Soldaten und überzeugten sie, mit uns gemeinsam gegen Kornilow zu kämpfen. Nachdem die Rätemacht wochenlang auf dem Rückzug war, gingen sie plötzlich wieder in die Offensive. Das ganze arbeitende Petrograd war auf den Beinen und die Besitzenden verschanzten sich hinter den Gardinen in ihren prunkvollen Wohnungen. Trotzki hat einmal gesagt, dass die Revolution ab und an die Peitsche der Konterrevolution spüren muss, um vorwärts zu schreiten. Kornilows Putsch war diese Peitsche und der Putsch scheiterte kläglich. Seine Befehle fingen die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Telegrafenämtern ab. Seine Truppen fanden sich nach langen Zugfahrten im Nirgendwo der russischen Steppe wieder. Eisenbahnarbeiter hatten ihre Züge umgeleitet, koppelten die Lokomotiven ab und ließen die Truppen einfach stehen. Es war ein Sieg auf ganzer Linie und es war ein Sieg, der ohne die Sowjets wohl unmöglich gewesen wäre. Und eines erkannten alle, die gegen den Putschversuch gekämpft hatten. Wir Bolschewiki waren die entschiedensten Vertreter der Sowjetmacht. Der Stimmungswechsel war derart gewaltig, dass auch die gefangenen Bolschewiki wieder freigelassen werden mussten. Trotzki kehrte in den Petrograder Sowjet zurück und auch ich verließ meine Zelle. Was in den Wochen nach dem verhinderten Kornilow-Putsch geschah, kann man nur schwer beschreiben. Das ganze riesige Land schien zu erwachen. Komplette Belegschaften, ganze Einheiten der Armee traten unserer Partei bei oder befanden sich in deren Umfeld. In den Städten und Dörfern, in denen bislang noch keine Sowjets gebildet worden waren, wurden sie nun gewählt. In den Sowjets der großen Städte erlangten wir Bolschewiki entweder allein oder zusammen mit den linken Sozialrevolutionären, einer Abspaltung der Partei Kerenskis, die Mehrheit. Die Versöhnlerparteien und mit ihnen Kerensky verloren die Kontrolle über die Sowjets. Die Anweisungen der provisorischen Regierung schienen immer weniger Menschen zu interessieren. Eine britische Zeitung schrieb damals,
Kerenskys Ministerriege wirke wie eine Regierung, die man in ein feindliches Land verpflanzt habe. Das traf es ziemlich gut. Kurz vor dem zweiten Sowjetkongress herrschte die Stimmung vor, dass die provisorische Regierung abgesetzt gehört. Selbst die einigen Kerenskys zuckten mit den Schultern und fügten sich gedanklich langsam in ihr Schicksal. Die russischen Arbeiterinnen und Arbeiter und Bäuerinnen und Bauern waren für bolschewistische Parolen, für unser Programm gewonnen worden. Alle, die die Ereignisse im Oktober 1917 für einen Putsch halten, übersehen diese Wochen, in denen wir das Denken der Menschen veränderten, in denen sich ganz Russland veränderte, in denen Millionen Menschen beschlossen, dass Russland den Anfang machen sollte beim Bau einer neuen Welt, ohne Unterdrückung, ohne Armut, ohne Kriege, ohne Sexismus und ohne Rassismus. Den Versöhnlerparteien blieb dieser Stimmungsumschwung nicht verborgen. Sie fürchteten auf dem zweiten Kongress der Sowjets, der die Räte ganz Russlands vernetzen sollte, von dieser Stimmung überrannt zu werden. Und auch Kerenski schreckte die Vorstellung dieses Kongresses. Die Räte, die da zusammenkommen sollten, waren demokratisch legitimierte Gremien. Seine Regierung hatte nur einen Titel und die Sessel im Winterpalais. Also verschoben sie immer wieder die Einberufung des Sowjetkongresses. Wir Bolschewiki hingegen kämpften dafür, den Kongress möglichst schnell einzuberufen. Lenin war die Rückkehr nach Russland unterdessen weiterhin verwehrt. Noch immer wurde er überall gesucht. In Moskau unterzeichnete ein junger Staatsanwalt mit Namen Andrei Wyschinski den Haftbefehl gegen Lenin. Wyschinski war Menschewik und vor der Oktoberrevolution Agent des zaristischen Geheimdienstes. Lenin zu schnappen war für Wyschinski so etwas wie eine Privatangelegenheit. Tragischerweise würde gerade dieser Wyschinski noch von sich reden machen. Solange ihm die noch nicht zu schlagende Staatsmaschinerie des bürgerlichen Staates im Nacken saß, musste Lenin aus dem finnischen Exil für den Aufstand trommeln. Es sei an der Zeit, endlich loszuschlagen. Die Situation sei anders als noch im Juli günstig. Obwohl Lenin nicht in Russland war, schätzte er die Lage richtig ein. Doch im Zentralkomitee, dem damals höchsten Parteigremium, zauderten viele. In Verkleidung reiste Lenin nach Petrograd, um die Vorbereitung des Aufstandes in Gang zu setzen. Ausgerechnet in der Wohnung eines Menschewik, Nikolai Suchanow, fand des Nachts die entscheidende Sitzung des Zentralkomitees statt. Ich war damals für den Schutz der Versammlung zuständig und musste alle halbe Stunde berichten, ob von irgendwoher Gefahr drohe. Lenin war noch immer ohne Bart, dafür mit Perücke. Er beschwor die Genossen loszuschlagen. Sinowjew und Kamenjew hielten, wie die Mehrheit im Zentralkomitee, dagegen. Stalin fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Ihn schien die Vorstellung eines Aufstands zu ängstigen. Trotzki sprach sich für Lenin aus. Der drohte sogar mit dem Austritt aus der Partei, wenn diese die Chance nicht ergreifen werde. Doch nach dieser Nacht stimmte das Zentralkomitee dem Aufstand zu. Die einen widerwillig, die anderen überzeugt. Trotzki hielt das Instrument für den Aufstand in seiner Hand, das Militärische Revolutionskomitee. Es war ein Ausschuss des Petrograder Sowjets. Dort trafen sich die Abgesandten der Truppenteile der Hauptstadt. Für meine Einheit war ich delegiert. Trotzkis Plan war wohl überlegt. Statt revolutionäre Truppen an die Front zu schicken, wie es Kerenski wollte, sollten sie in der Hauptstadt bleiben und sogar weitere revolutionäre Einheiten nach Petrograd geholt werden, beispielsweise die Kronstadter Matrosen. Schwankende Truppenteile galt es, von der Revolution zu überzeugen. Die Institutionen der Sowjetmacht, wie das Smolny, sollten durch Soldaten gegen Angriffe geschützt werden. Dann schlugen wir los. Telegrafen und Postämter, Druckereien und Polizeizentralen, Brücken und Kreuzungen. Je schneller wir sie besetzten, desto weniger Blut würde fließen. Übrigens, den Umsturz in Petrograd leitete Trotzki vom Smolny aus.
Morgen des 25. Oktober war der provisorischen Regierung nur noch das Winterpalais geblieben. Bis zu dessen Außenwänden reichte ihre Macht und selbst diese bröckelte. Die Bewacher hatten bis auf ein Bataillon aus Frauen samt und sonders das Gebäude verlassen. Und auch Kerensky ließ seine Minister mit dem Versprechen, treue Truppen zu holen, allein und floh aus Petrograd. Liegend. In einem Auto. Damit ihn nur ja niemand erkannte. Die Verteidiger hatten Holzscheite vor dem Winterpalais aufgeschichtet, um unseren Angriff zu verhindern. Doch es sollte ihnen nicht viel helfen. Wir rückten auf den Platz vor dem Winterpalais vor, drangen in den Innenhof ein, kletterten über Fenster in das Gebäude und liefen die Treppen hinauf zum Sitzungssaal der provisorischen Regierung, während der Panzerkreuzer Aurora von der Neva aus auf das Winterpalais feuerte. Und während sich ganz normale Menschen den Prunk der Zarenzeit ansahen, nahmen wir die Regierung fest, die noch vor wenigen Stunden uns hatte festnehmen wollen. Es gab kaum Tote während des Umsturzes in Petrograd, auch nicht im Winterpalais, das kaum verteidigt wurde. Als auf dem Sowjetkongress die Verhaftung der Regierung verkündet wurde, verließen Menschewiki und rechte Sozialrevolutionäre wutschnaubend den Raum. Trotzki rief ihnen noch hinterher, sie sollten sich dorthin scheren, wo sie ab nun hingehörten. Auf den Kehrichthaufen der Geschichte. Nikolai Suchanow rannte ihnen hinterher und versuchte, sie zum Bleiben zu bewegen. Die Sowjets seien schließlich die einzigen demokratisch gewählten Gremien in ganz Russland. Es half nichts. Der Kongress setzte eine revolutionäre Regierung ein, den Rat der Volkskommissare mit Lenin an der Spitze und Trotzki als Volkskommissar für Äußeres, also Außenminister. Die Revolution hatte triumphiert.